Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Diaspora Pack von Chelo und Abdi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Pack-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zum Pack und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Chelo und Abdi mit Diaspora. Eine relativ ungewöhnliche Box, in dem Fall eben ein Pack, ein Rucksack. Der Rucksack wurde in zwei Kartons geliefert, also einmal der reguläre Karton und in diesem Karton war dann noch ein Karton. So sieht er aus. Da war dann der Rucksack drinnen. Der Rucksack an sich nicht eingeschweißt oder nicht irgendwie in Plastik verpackt, sondern wirklich so in dem Karton. Und jetzt schauen wir mal, was sich darin befindet. Also es gab ja schon ein Video von Chelo und Abdi, wo die das Ganze vorgestellt haben. Und wir schauen mal, was sich hier in dieser kleinen Tasche befindet, in der Vordertasche. Also wir haben einmal hier das Album Diaspora an sich, die Instrumentals zum Album. Dann haben wir Sticker, einmal, zweimal, dreimal, viermal und das Mietwagen-Tape. Okay, normalerweise gehe ich am Anfang immer die Box durch. Nachdem wir keine Box haben, starten wir jetzt mit dem Rucksack. Dieser ist hauptsächlich in dunkelblau und schwarz gehalten. Dann haben wir hier in orange und grau dieses Logo. Also es ist eine, soweit ich es deuten kann, eine Ratte mit Tennisschläger. Hier hinten das Logo von Chelo und Abdi. Frankfurt lesen wir darunter noch. Dann haben wir hier noch einen Aufdruck, Aslaks Since 2010, oben FFM und OFM. Hier nochmal das Logo, nochmal Aslaks. Also das ist hier im Reißverschluss angebracht, das werde ich jetzt mal entfernen. So, die Rückseite. Ebenfalls in dunkelblau und schwarz gehalten. Wir haben vorne, wo der Inhalt drin war, diese Tasche. Da sind keine zusätzlichen Fächer oder irgendwelche sonstigen Inhalte. Das ist jetzt leer. Und dann haben wir natürlich noch das große Fach. So sieht das Ganze von innen aus. Also sehr schlicht gehalten, in dunkelblau. Keine weiteren Fächer oder irgendwelche Reißverschlüsse. Ich werde ihn mal kurz aufsetzen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin generell jetzt nicht so der Fan von Rucksäcken oder der Rucksackträger. Also ich, ja. Es ist Geschmackssache, also wie gesagt, ich habe generell jetzt nicht viel übrig für Rucksäcke. Aber es ist auf jeden Fall ein besserer Rucksack als in der Shindy-Box. Auch wenn Shindy mit seinem Rucksack damals die Messlatte sehr hochgelegt hat. Nein, aber jetzt mal im Ernst, der Rucksack von Shindy war echt damals eine ziemliche Fehlgeburt. Jetzt schauen wir nochmal kurz. Wir haben hier 100% Polyester, Made in China und hier nochmal Aslaks. Alles klar. Rucksack gehen wir mal auf die Seite. Und dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Und zwar haben wir hier das Mietwagen-Tape und Diaspora noch verschweißt. Machen beide mal auf. So, einmal und dann natürlich auch noch das Album an sich. So, wir fangen natürlich an mit dem Album Diaspora. Also wir haben hier so einen Pappschuber, so eine kleine Pappbox fast. Diaspora, das Cover.
hier in Grau oder Schwarz und Weiß gehalten. Wir haben hier einen alten Mercedes, statt Mercedes Logo das Chedo und Abdi Logo, 385, Aslax steht hier. Haben wir hier an der Häuserfassade noch das Chedo, den Chedo und Abdi Schriftzug. Und hier auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also wir haben 16 Tracks plus die Tandem EP, diese natürlich mit 6 Bonus-Tracks. Wir haben Features von Hannibal, Olexesh und Nemo, Capo und nochmals Nemo. Meine Favoriten des Albums sind speziell 2 Stück. Das ist einmal der Track, der schon als Video ausgekoppelt wurde, Rille, und dann der Track 16, Epilog. Die haben mir am besten gefallen. Dann schauen wir mal hinein. Also, hier kommt einmal das Album zum Vorschein und dann die Tandem EP. So sieht das Ganze aus. Also wie so ein Pappschuber, nur halt, dass auf dieser Seite zugemacht ist. Also nicht ganz so ein Schuber, aber ja, sehr ähnlich. Cover kennen wir ja bereits. Rückseite ebenfalls. Dann schauen wir mal ins Album hinein. Und dann fangen wir an mit dem Booklet. Also hier haben wir Chel und Abdi inklusive der Tracklist. Einzeln mit den Infos, wer an den Tracks beteiligt war. Skyline. Weitere Tracks, weitere Fotoaufnahmen. Die letzten 6 Tracks des Albums. Hier mit Frankfurter Wolkenkratzern. Und hier nochmal die beiden in Fußballtrikots bzw. Trainingsanzügen. Also einmal FC Barcelona und einmal AS Rom. Die Credits. Und hier noch eine Aufnahme von Chelo und Abdi. Diaspora, so sieht die CD aus. Und auf der Rückseite steht Diaspora, manche leben sich ein, manche bleiben fremd. Und dann steht noch von, die Frage ist, kann man leider echt schwer lesen, weil hier der Dings drüber ist, der Halter, von der, Moment, von der Heimat entfernt, der eine hat es leicht, der andere schwer. Okay. Ich glaube, Diaspora heißt ja auch sowas wie der Auswanderer oder Auswandern. Dann haben wir die Tandem EP. So sieht das Ganze aus. Und wir haben hier 6 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Hannibal und Olexesh und Sufjan und Asimemo. In die Tracks habe ich ehrlich gesagt nicht reingehört, aber den hier, zumindest die Hook von dem habe ich gehört in diesem Unpacking. Hat mir sehr gut gefallen, also speziell der Refrain, der Part von Chelo. Sehr schön. Die CD. Tandem lesen wir hier. Sieht aus wie so ein Warenregal im Hintergrund, verschwommen. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Cover dasselbe. Wie auf dem normalen Album. Diaspora, die CD ebenfalls gleich, nur mit dem Zusatz Instrumentals. Und dieser ebenfalls in einer Papphülle. Und dann haben wir für mich ein absolutes Highlight in der Box, und zwar das Mietwagen-Tape. Also die Remastered-Version des Mietwagen-Tapes. Das war ja das, naja, das Tape oder das Album, mit dem Chel und Abdi damals das erste Mal wirklich in Erscheinung getreten sind. Im Jahr 2011 gab es das ja als Free-Download, hatte damals noch ein anderes Cover und ja, es wurde dann ja remastered. Wir haben hier Features von Haftbefehl, Anush, Berang, Jasmina, Aslan, Kachia, Amar,
Cemo und Capo. Also muss ich ehrlich sagen, ein Großteil von denen sagt mir jetzt gar nichts. Und was noch dazu kommt, ist, dass das Album hier original unterschrieben wurde. Also Abdi, ihr seht schon, diese Aufnahme ist etwas her. Leider das Gesicht von Abdi spricht Bände. Celo hat sich jetzt nicht ganz so krass verändert, also Abdi sieht man schon an, dass das lange her ist. Celo und Abdi hier mit Silber im Stift unterschrieben. Die CD sieht so aus, Mietwagen Tape, das Ganze in so einer schwarzen Halterung und das Album ein Digipack. Auf der Rückseite haben wir die Tracks, 23 Stück an der Zahl, wie gesagt jede Menge Features und auf jeden Fall, ja, hat das so einen gewissen Status oder hat Geschichte. Spezielles, was Celo und Abdi betrifft, das war wirklich das Werk, das sie bekannt gemacht hat. Und dann haben wir noch vier Sticker. Einmal diesen hier, Celo und Abdi Frankfurt Sticker, wieder mit dieser Ratte. Das Ganze eben hier in Kreisformat. Dann haben wir den Sticker in quadratischer Form, Brate, ich bin total Rille. Mit nochmal den zwei Logos, oben und unten jeweils. Ebenfalls quadratisch das Albumcover als Sticker und dann noch einmal das Aslax-Logo, der Aslax-Schriftzug, ebenfalls in quadratischer Form. Zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in dem Diaspora-Pack befindet. Wir haben einmal das Mietwagen-Tape Remastered im Digipack, die Album-Instrumentals zum Album Diaspora, die Tandem-EP, und das Album an sich. Dann haben wir die vier eben gezeigten Sticker. Und diesen, ja, Pappschuber, diese Papphülle, in die das Album Diaspora reinzumachen ist. Und dann natürlich noch diesen Rucksack statt einer Box. Also, das alles in diesem wunderbaren Pack. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Pack? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Celo und Abdi unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.